Guten Abend. Du hast gerade wirklich Urvater gesagt. Das muss am Bart liegen, oder? Gut. Text. Inspiriert zum Beispiel den Text hat mich eigentlich Marlene. Kennt ihr Marlene? Die tritt heute auch auf. Du kennst sie, klar. Ist sie gerade zu sehen? Nein. Die habe ich nämlich mal gefragt, wie macht man einen richtigen Slam-Text? Die meinte dazu, kauf dir die Bild-Zeitung, nimm die Überschriften und übertreib das nochmal. Ich habe das dann mal versucht. Das kann ich jetzt aber nicht wollen, das wäre eine Groteske gewesen. Aber es hat mich zumindest inspiriert zu diesem Text. Ich lese. Ich lese Zeitung, ich lese die Bild, die Zeit, das junge Deutschland, die Welt. Ich lese die Bravo beim Friseur. Und ich glaube, was ich lese. Ich glaube, dass es mir mit Bioessen besser gehen wird. Ich glaube, dass Killerspiele schlecht für mich sind. Ich glaube, dass meine Spenden in der dritten Welt ankommen. Ich glaube, dass nun mit Müttefering alles besser sein wird. Und ich glaube, dass der neue EU-Vertrag richtig ist und wir unsere Grenzen weiterhin am Hindukusch verteidigen sollten. Ich glaube, dass der Iran an Atomwaffen und anderen Massenvernichtungen baut. Genau wie der Irak. Ich glaube, dass, wenn ich das Album von Britney Spears illegal runterlade, sie auch direkt schädige. Ich glaube, dass es richtig ist, die Attentäter von Bali hinzurichten. Blut sollte immer mit Blut abgewischt werden. Und ich glaube, dass Präsident Bush in den Augen von Papst Benedikt Gott geschaut hat. Das hat er wirklich gesagt. Ich wollte es auch nicht glauben. Ich glaube, dass Kanzlerin Merkel mit ihrem Finanzpaket unsere Wirtschaft retten kann und dass meine Spareinlagen sicher sind. Welche Spareinlagen eigentlich? Ja. Und ich glaube, dass Papst Benedikt die Vorhölle abgeschafft hat. Das gehört Jahre 2006, morgens um 8. Er hat sie abgeschafft, die gibt's nicht mehr. Alle Glück gehabt. Ich glaube, dass Präsident Saakaschwili ein guter Demokrat ist und sich Georgien dem Nordatlantischen Verteidigungspakt anschließen sollte. Obwohl Georgien ja nicht mal am Atlantik liegt. Ich glaube, dass ich sicherer lebe durch Überwachungskameras in den Straßen. Ich glaube, dass es nötig und richtig ist, dass in der USA 2000 Kinder lebenslänglich hinter Gittern sind. Ich glaube, dass Folter im Kampf gegen Terror legitim ist. Ich glaube, dass der Bankencrash einfach nur ein dummer Fehler war und dass ich mit Biosprit die Welt retten werde. Ich glaube, dass Osama Bin Laden 4 Flugzeuge kapern kann, sie an der US-Luftabwehr vorbei bekommt und 3 Türme und das Pentagon treffen kann. Und ich glaube, dass es mehr als verdient ist, dass die USA im Jahre 2008 von der Organisation Freedom House als freier Staat bezeichnet wurde. Ich glaube. Und ich bin freundlich. Ich helfe meinem neuen Nazi-Nachbarn, sein Sofa in den 4. Stock zu tragen. Ich bleibe an der Kreuzung stehen, wenn ein Auto mit Deutschlandflagge und EVU-Aufkleber um die Ecke will. Ich warte. Auf den Straßen helfe ich alten Damen und Herren, kleine Broschüren zu verteilen und helfe den Leuten zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist, Abtreibung schlecht und Homosexuelle geheilt oder verbannt werden müssten. Ich helfe. Und ich helfe Wolfgang Schäuble, auf die Beine zu kommen, damit er den Terroristen mal selber in den Arsch treten kann. Da wartet er sicher noch lange drauf. Ich helfe. Ich helfe der Union, einen deutschen Sicherheitsrat aufzubauen, um das nächste Mal beim 1. Mai auch mal Soldaten in Hamburg sehen zu können. Und ich helfe. Und ich helfe der FEMA. Danke. Und ich helfe der FEMA-Konzentrationslager in der USA aufzubauen, um an dem Tag des Kriegsrechts, wenn der ausgebrochen ist, auch mal dabei sein zu können. Ich helfe dem BND, Kameras in meinem Schlafzimmer zu installieren, damit ich mir meine Pornos selber drehen kann. Ich trete gegen Scheiben von rechtsgerichteten Läden, weil die Kriminalitätsrate im linken Spektrum um 7,9% gestiegen ist. Und ich will, dass es 8 sind. Ich trete in Hundescheiße im Park und glaube, dass das Glück bringt. Ich trete in die CDU ein, weil ich denke, dass die meine Menschenrechte und Bürgerrechte am allerbesten vertreten. Und ich gehe essen. Ich gehe richtig essen. Chinesisch gehe ich essen mit Stäbchen, doppelgebratenes Hühnerfleisch, süß-sauer. Ich erzähle jedem Gast im Restaurant, dass der Dalai Lama auf Babysex steht und aus dem Mund riecht. Ich helfe der Welt und mir selbst, indem ich meine Augen verschließe, meine Gefühle abtöte und meinen Mund halte, auch wenn ich schreien könnte. Und ich rede von Dingen, von denen ich nichts verstehe und auch nichts verstehen kann. Ich lese, ich denke, ich helfe, ich glaube und ich hoffe, dass das alles anders ist. Danke. Aus Bremen, Dr. Spitzbart.
Ja, und rechtzeitig nach dem Slam-Beitrag ist doch unser Jurymitglied wieder aufgetaucht. Wunderbar.